So, ich hoffe mal, dass jetzt alles wieder da ist. So, habe ich jetzt auch mal reingeschrieben, dürfte wieder on sein. So, entschuldigt, mir ist das Internet einfach abgeraucht. Einfach weg. Azazel, das hast du doch gemacht, hä? Nur um mich zu nerven. Aber ist übers... Nee. Ich bin hier erst übers WLAN-Kabel drüber gefahren. Aber mir ist in der Zwischenzeit noch mal was eingefallen, wo ich hin könnte. Du bist in... Achso, stimmt. Schlecht? Was ist schlecht? Dass ich übers WLAN-Kabel drüber marschiert bin. Und zwar in den einen Keller... Oh, jetzt war Stimme weg. In den einen Keller unten war ja auch noch einmal so ein Quatsch gewesen. Wie gesagt, sorry, dass das Internet weg war, aber es war ja jetzt auch schnell wieder da gewesen. Ach. Nee, warte mal, hier kann ich doch dagegen hauen. Also mit Englisch brauchst du doch nicht kommen. Kannst so gut wie kein Englisch. Oh, mein Chatbot ist auch disconnected. Och, heute will mich heute... Also, heute will mich echt alles ärgern. Connect. Connect. Remote war aber noch connected. Doch. Oh, ich vergesse immer wieder die Scheiße hier. Ja, komm, hau mich auch noch mal. Oh Mann. Ist hier überhaupt richtig? Ach, ich weiß es nicht mehr. Mich verwirrt das Spiel. Ah, renne, renne, Waldo, lauf. Mache ich denn jetzt schon wieder? Bin ich jetzt gerade im Kreis gerannt? Sassel, du weißt schon, dass ich sowas gut ignorieren kann. Warum ist denn das jetzt zu? Aber wenigstens... wisst ihr auch, wenn ich dann einfach mal kurz schnell weg bin, dass es entweder am Internet liegen kann oder... dass mein Internet einfach abgeraucht ist. Warum ist jetzt die ganze Kacke hier zu? Ich glaube, ja, habe es halt recht. Ich bin jetzt falsch gelaufen.
habe das Gefühl, der Assassin, der sucht gerade einfach nur solche Sprüche aus dem Internet raus. Mondkatz, moin, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ich glaube, du hast mein kleines Fauxpas jetzt nicht mitbekommen, dass mir das Internet abgeraucht ist und ich mal ganz kurz weg war. Zum Glück. Nein, das kann passieren, dass das Internet einfach mal kurz weg ist. Sollte zwar nicht während des Streams, aber... Ja, ich bin gerade so ein bisschen... überreizt. Sag mal's mal so. Das Level hier, das geht mir so ein bisschen schön auf die Nerven. So, hier hinten mache ich jetzt den Scheiß rein. Oh je. Ach, alles gut. Wir haben jetzt endlich die Scheiß-Eulenbombe. Meine Fresse. Das kann doch nicht sein, du rennst hier durch das ganze Ding und findest die Eulenbombe erst... ganz zum Schluss. Ich bin jetzt sogar gewählt, hier einfach rauszugehen und zu sagen, ey Leute, macht den Scheiß hier alleine, ich gehe. Aber wir haben ja immer noch eine Tür, die verschlossen ist. Eulenbombe. Ja, bitteschön. Oha. Das tat bestimmt weh. Es macht so viel Spaß. Es macht immer so schön. Badaboom. Oha. Ein großes Badaboom. Aber es, du kennst das fünfte Element. So sicher ist das auch nicht immer bei dir. Machst du in Ruhe mal einen Tee? Nee, mach's nicht. Warte mal, war das jetzt am Anfang? Nee, war's nicht. Moment. Hier erstmal kurz durchlassen. Auf den Rasen kannst du rasen, ja. Nee, das war nicht am Haupteingang. Aber ich glaube, wenn ich mich zum Haupteingang porte, komme ich schneller hin. Hier war es nicht, definitiv nicht. Hier war nur hier der Quatsch. Und zwar muss ich nämlich, um an die eine Tür wieder zu kommen, hier durch. Autsch. Auch so eine richtige Raucherlunge. Das in dem jungen Alter. Junge. Und
Drück doch mal den scheiß Schalter hier, Baldo. Ich habe das Gefühl, Baldo macht das manchmal mit Absicht. So, hier durch. Und hier unten werden wir dann wahrscheinlich den blöden Schlüssel finden. So, kann ich hier jetzt die Bombe reinwerfen oder was? Oha! Ist Bombe, Junge. Oder auch nicht. Ja, Feno, ich weiß. Ich stelle mich manchmal auch so ein bisschen blöd an hier anscheinend. Aber die Bomben scheinen denen nichts auszumachen, den Spinnen. Aber seid mal ehrlich, würdet ihr es anders spielen oder schneller durchspielen können? Jetzt mal eine ehrliche Meinung. So, den Schlüssel, den brauche ich jetzt in den anderen Raum wieder. Ab und zu vielleicht. Aber, Feno, dazu gesagt, im Stream, das zum Beispiel zum Spielen, ist auch komplett anders, als wenn du das privat spielst. Es hört sich zwar blöd an, aber doch, es ist schon so. Weil wenn du es privat spielst, hast du zum Beispiel nicht den Chat, wo du noch drauf eingehen willst. Wow. Wow. Mensch. Der andere Raum. Da müsste ich hier lang. Dislike, weil sie das Spiel zu schwer fanden. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Also das muss ich auch sagen. Aber man hat ja auch die... Diesmal falle ich nicht drauf rein, mein Freund. Diesmal nicht. Man hat ja auch die Möglichkeit... Bei dir aber. Man hat aber auch die Möglichkeit, die größeren... Die größeren Rätsel in der Bibliothek zu holen. So ganz ohne irgendwas bist du ja sowieso nicht hier. Aber ich finde es auch ein bisschen dreist zu sagen, das Spiel ist schwer. Warte mal. Warum? Warum? Oben ist noch... Nee, die Tür habe ich doch auch. Thank you.
Da war noch ein Fischkopf. Aber ich finde es ein bisschen dreist zu schreiben. Hier oder ein Dislike zu geben, nur weil das Spiel schwer ist. Wobei der erste Dungeon, der ist ja noch wirklich einfach. Es ist ja nicht so, dass du beim ersten Dungeon gar nicht drauf kommen kannst. Der Bot, der hat einfach nur was gegen dich, Azazel. Nimm's nicht persönlich. Okay. Wenn der Stift sein Stift nicht findet. Ja gut, wobei Stift könnte ja auch, ja, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, dass du zu einem Lehrling Stift oder sowas sagen solltest. Könnte ja auch so eine kleine Diskriminierung sein. Das war ja klar. Och, Baldo, du Vogel, du. Aber hier kommen wahrscheinlich eh nur Spinnen. Na ja, klar. Mondkatz ist wieder da. Sehr schön. Wie seht denn ihr das? Dürfen... Naja gut, aber das war ja klar, Azazel. Hätte man drauf kommen können, dass der das sperrt, das Wort. Wie seht denn ihr das? Dürfen Spiele schwer sein? Unbedingt. Ja, Spiele müssen schwer sein. Früher waren die Spiele fast immer schwer. Okay, also wir haben hier ja nochmal probiert. Es funktioniert nicht. Aber wir können mal was testen. Wir können mal versuchen, die komischen Pfeiltypis da kaputt zu machen. Ich finde auch, Spiele dürfen und sollten teilweise auch schwer sein. Ich bin auch, ehrlich gesagt, nicht so ein Fan davon, von den Spielen, die einen so an die Hand nehmen. Die sagen, du musst dahin. Und dann zwei Sätze später heißt es dann auch wieder, ja, geh mal dahin. Und dann wiederum unterhältst du dich wieder mit jemand anderem. Ja, du musst dahin gehen. Dann hast du wahrscheinlich noch hier so ein Questlog, wo drin steht, gehst du jetzt nicht dahinter, ist aber was los hier. Manchmal ist das aber schön, wenn Spieler einen sagen, wo man hin muss. Ich sehe das meistens immer so, die meisten Spiele, die sind einfach für irgendwelche Casual-Gamer ausgelegt, die quasi nicht großartig überlegen wollen, die einfach drauf losspielen wollen. Und das merkst du dann auch, dass viele Spiele einfach nur für die breite Masse gemacht ist, ist ja auch nicht schlimm. Ich sage ja nicht, dass es jetzt was Verkehrtes ist. Aber die meisten Spiele sind einfach nur für die breite Masse gedacht. Und deswegen sind die auch leicht. Ich meine, stellt euch mal vor,
Das hier wäre zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen Rare-Titel. Ey, Rare würde so ein Hate abkriegen, wenn die das Spiel hier rausgebracht hätten. Ich bin jetzt weg, also nicht auf dem Weg, also weg. Also, bis später, Peter. Alles klar, Assassin. Und danke fürs Vorbeischauen und danke fürs Nerven. Da muss man sich ja auch mal bedanken, wenn ein jemand nervt. Das ist ja auch nicht ganz normal. Weil welche Person nervt man denn am liebsten? Die Person, die man mag. Ich habe eigentlich gedacht, dass man hierdurch dann einen Schlüssel oder sowas kriegen, aber anscheinend nicht. Alles Geschmackssache. Ja, das ist richtig, Feno. Das ist richtig. Was ist denn heute mit meinem scheiß Internet los, sag mal? Habt ihr auch gerade Lachs drinne? Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Meine Güte. Internet einfach mal wieder weg. Disconnected. Naja, na ja, gut, dann. Für die, die dann auf YouTube nochmal nachschauen, es tut mir leid, ich muss dann einfach mal aufhören jetzt. Mein Internet ist einfach kaputt. Es tut mir leid, aber ja gut, ist halt jetzt so.